Guten Tag Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Sonne und Mond Video. Im heutigen Video werden wir uns wieder einem Kampfbaumcharakter stellen. Und zwar habe ich jetzt hier weitergespielt, bin jetzt am 20. Kampf angekommen. Und ich muss sagen, das ist ultra einfach. Ich dachte, dass es vielleicht von Streak zu Streak irgendwie schwerer wird. Aber anscheinend ist das Ganze immer noch sehr einfach, wie ich gerade finde. Und ja, wir drücken mal auf Weiter und gucken mal, wer jetzt hier so kommt. Und wir haben Astor. Der Astor ist Top 4 Mitglied von Einar gewesen. Und der war aber auch in Sonne und Mond gewesen, soweit ich weiß. Ja doch, er war auch hier gewesen. Aber nur als, ja, so kleiner wiederkehrender Charakter, halt in-game so. Hat leider nicht so viel zur Story beigetragen. Ich hätte gerne mal die Charaktere auch in der Story mehr aktiv gesehen. Also wie Sina und Exio, weil die waren ja schon mit dem Zygarde-Würfel relativ aktiv gewesen, sage ich mal. So, wir gehen mal hier auf Laubklinge. Denn das reicht auf jeden Fall aus. Okay, er ist gesashed. Okay. Wir sind aber auch gesashed, Leute. Er hat Tempo-Schub. Und ich glaube, das sollte ausreichen, um mich zu outspeeden. Ich glaube, das sollte mich outspeeden, ja. Okay, never mind. Gut, dann müssen wir jetzt hier auf Mimikma rauswechseln. Und denn Mimikma hat nämlich Schattenstoß. Und das sollte ja auf jeden Fall ausreichen. Ist ja keine Frage. So, Schattenstoß. Schutzschild, okay. Aber ist dann ist ja egal für uns. Solange er keine Priority-Attacke hat, die mich killen würde, ist es ja total egal. So, Twilio wäre auch down. So, jetzt kommt rein Kramchef. Okay, Kramchef, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist Unlicht, oder? Ja, okay, das ist Unlicht, alles klar. Unlichtflug. Ich gehe mal hier auf Platscher. Weil für die, die es nicht wissen, Platscher mit dem Normalium Z erhöht die Attacke des Pokémons um 3 Stufen. Das ist schon sehr nice. Und Mimikyu ist richtig stark damit. Und wir sollten auch schneller als Kramchef sein. Von daher habe ich da keine Sorge, sobald mein Kostümspuk jetzt wirkt und meine Verkleidung jetzt quasi aufgehoben ist. Jetzt kann ich easy auf Knuddler gehen. Ich sollte outspeeden. Wir sollten schneller sein. Ja, wir sind schneller. Und das Kramchef wäre down. Sieht für mich nach einem Mimikyu-Sweep aus, irgendwie Despotar. Okay, Despotar, ja, wobei, nein, das tut auch keinen plus 3 Knuddler tanken. Nee. So, wir gehen mal, ich hätte mal vielleicht die Animation anlassen sollen. Die Animation wäre, glaube ich, ein bisschen nice gewesen. Ich werde die auf jeden Fall zum nächsten Kampf anlassen, die Animation. Weil die hätte ich jetzt gerade ausgestellt gehabt fürs Laddern, also dass ich halt die Streaks machen kann. Aber für euch wäre das, glaube ich, ein bisschen cool gewesen. Wir gehen mal auf Knuddler. Oh, er wehrt sie ab, okay. Oh, Drachentanz ist nicht so toll. Ich hoffe, du outspeedest mich jetzt hier nicht. Tut er, okay. Und Klinischer. Oh, okay, fuck. Wir sind, es könnte schlecht enden für uns, Leute. Ich gehe mal in Knackkrack. Sandsturm ist für uns egal, weil wir sind da, wir haben davon auch nichts, also das ist uns eigentlich egal. So, ich gehe mal auf Erdbeben. Sollte ein Do-It-KO sein. Oh fuck, er ist schneller, Leute. Er ist schneller. Das muss ein Crit werden, sonst hat er gewonnen. Okay, gut. Auch ohne Crit haben wir gewonnen. Boah, das war echt knapp, Leute. Das war echt knapp. Das war mal richtig knapp gewesen. Okay, gut. Wir haben aber jetzt gewonnen gegen den Astor. Und ich muss sagen, der ist echt cool gewesen, der Kampf. So, ich würde sagen, wir rekrutieren ihn zu... ich weiß nicht. Weil 10 GP ist ein bisschen viel, wie ich finde. Aber, nee, ich warte mal. Ich würde vielleicht Akroma... nee, komm, wir nehmen den mal. Wir haben eh genug GP, wir nehmen den mal. Okay, gut. Wir haben den rekrutiert und jetzt können wir auch weitermachen. Aber Leute... Das war's für das Video heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Macht's gut und auf Wiedersehen.